So, heute gibt es von mir ein kleines Mini-Tutorial zum Thema Jogwheels der Pioneer-Geräte und wie man diese ausbaut und repariert. Warum? Dieses Jogwheel hängt fest und klemmt leicht. Und ich habe selber nicht wirklich viel gefunden im Netz, was auf den Ausbau und, ja, und die Remontage dieses Gerätes eingeht. Es hat sich eigentlich nicht viel verändert an dieser Technik seit den ersten CD-Playern, also der 800er, da tut man quasi so eine CD rein. Hier handelt es sich eigentlich nur noch um Controller. Jeder, der so ein Gerät hat, weiß, wofür das Ding da ist. Einmal zum Dialen und auch zum Scratchen, hat auch eine Tasterfunktion. Und ja, ich möchte jetzt nach und nach euch erklären, wie man das Gerät zerlegt, wo die Schrauben sind und dann auf die einzelnen Probleme nochmal hinweisen. Bevor ihr das Gerät gleich öffnet, diesen Knopf von diesem Poti abziehen. So, um das Gerät öffnen zu können, legt man es am besten aufs Gesicht und demontiert die Füße. Ich habe das schon mal vorbereitet und die Schrauben schon mal gelöst. Weil drei Befestigungsschrauben unter den Füßen versteckt sind. Die eine ist hier daneben. Und dann gibt es hier noch mit Pfeilen gekennzeichnet, die Schrauben habe ich auch schon demontiert, diese drei Befestigungsschrauben. Das reicht aus, um das Gehäuse zu zerlegen. Wenn wir das Gerät nun geöffnet haben, klappen wir die Gehäuseteile nebeneinander. Dieses Flachbandkabel ist lang genug dafür. Und diese kleinen Flachbandkabel hier in den Sockel drin stecken, ich habe das auch schon mal abgezogen, die könnt ihr einfach vorsichtig mit der Hand rausziehen. Und dann müsst ihr die Trägerschrauben von diesen Platinen, die hier auch mit Pfeilen markiert sind, die meisten habe ich schon mal rausgenommen, wie ihr sehen könnt, die müsst ihr abschrauben. Es gibt noch eine hier bei dem Träger des Potis, wo ich eben den Knopf abgezogen habe. Die ist nicht gekennzeichnet und ein bisschen tiefer gelagert, die muss aber auch ab. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr diese Platine nach hinten klappen. Man sieht, da ist eigentlich nichts drauf. Nur so Drahtbrücken, kleiner Witz am Rande. Ist auch ansonsten relativ viel Luft drin in dem Gerät. Ja. Dann löst ihr die Befestigungsschrauben von diesen Jogwheels und dann könnt ihr das Teil komplett rausnehmen. Ach so, dieses Flachbandkabel, was hier in diesem Stecksockel drin steckt, das müsst ihr vorher auch abziehen. Und wenn wir diese Schrauben dann gelöst haben, können wir dieses Bauteil, dieses Jogwheel, quasi komplett als Einheit rausnehmen. Ihr seht, das hat schon ein paar Betriebsstunden hinter sich. So, und das legen wir jetzt mal auf Seite. Und dann zerlegen wir das Ding auch noch in seine Einzelteile. So, jetzt haben wir das Ding separiert, sage ich mal. Wir drehen das jetzt mal um. Und jetzt werden wir versuchen, diesen Drehteller abzubekommen. Der ist jetzt hier in der Führungsschiene. Und hier, ich weiß gar nicht, ob man es richtig sehen kann, mit so zwei Kunststoffklammern, ja, gesichert, dagegen, dass er rausfallen kann. Und die sind natürlich mit Vorsicht zu behandeln. Wenn man sie überdehnt, besteht das Risiko, dass sie brechen. Und dann hat man ein Riesenproblem. Da braucht man nämlich die ganze Einheit neu. So, das machen wir jetzt mal. So, jetzt separiert sich das in den Ring und in dieses Kunststoffteil mit dem Zahnrad. Jetzt seht ihr hier den Mechanismus. Ja, zwei Sensoren werden davon angesteuert. Und das Problem in diesem Fall ist, ich weiß gar nicht, ob man es richtig sehen kann, die Achse von dieser kleinen Rolle ist gebrochen. Wahrscheinlich hat da irgendein Grobmotoriker mal wieder zu fest drauf gehämmert und ein sehr unscheinbares Teil, das hat sich quergestellt und hat geklemmt.
Was auch immer wieder passiert ist, dass hier in diese Bereiche Dreck, hier haben wir sogar Dreck und Schmutz, Staub sich ansammelt. Das kann man alles mal reinigen, wenn man es schon auf hat. Und dieser Ring hat noch eine zweite Funktion, nämlich eine Tasterfunktion. Je nachdem, in welchem Modus man dieses Gerät betreibt. Deshalb gibt es auch zwei Rollenpaare, einmal für den inneren Ring und einmal für den äußeren Ring. So, diese Teile sind sehr schwer zu bekommen. Ich habe hier vom, so viel Werbung darf sein, beim Musikhaus Korn tatsächlich zwei von diesen Rollen bekommen. Diese beiden Rollen kosten zusammen 26 Euro. Herzlichen Glückwunsch. So, ich tausche dieses Teil jetzt aus. Und dann werden wir dieses Jogwheel wieder Stück für Stück zusammensetzen. Und dann mal sehen, ob es was gebracht hat. So, im Grunde genommen war es das schon. Jetzt gibt es jedoch hier eine Führung, weil es natürlich auch einen Nullpunkt gibt. Hier gibt es jetzt drei große Aussparungen und eine schmale. Und dieser Teller ist natürlich dann entsprechend in dieser Position dort einzufügen. Sonst geht es nicht. Wichtig ist, an der geraden Nase das quasi so reingleiten zu lassen und dann einfach einschnappen zu lassen. Ich mache auf den ersten Blick schon mal einen guten Eindruck. So, beim Einbau, das gerade Teil muss nach oben. Hier gibt es jeweils so kleine Führungsnasen, sage ich mal. Und hier die mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen werden jetzt mit Schrauben wieder befestigt.